Ah, was ist das? Okay, also sie brennt jedenfalls nicht. Sie kann aber auch nicht schwimmen. Das hört sich ein bisschen an wie Moor. Was aber natürlich keinen Sinn macht, ne? Oh, jetzt bewegt sich das Ding da hinten. Okay. Ah, Moment, hier abzuspeichern ist gerade relativ sinn. Oh, ich kann hier stehen. Oh, ich kann hier auch draufgehen. Okay, das war jetzt ein bisschen. Naja, gut. So. Nimm mal die. Achso, du hast sie schon. Gut. Sehr schön. Ich wollte nämlich gerade Pistolen rausnehmen, aber wir haben sie ja schon draußen. Oder zumindest ausgewählt gehabt. Oh! Da! Ah! Ich habe mich eigentlich darauf vorbereitet. Oh Gott, das ist schlecht. Okay. Okay, das war ein bisschen schlecht. Na gut, egal. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich habe mich eigentlich darauf vorbereitet gehabt, aber er hat mich dennoch erschreckt. Erschrockt. Oh, okay. Und jetzt? Ja. Aber ich komme doch jetzt da nicht. Also gut, jetzt mal bin ich auf der anderen Seite, aber. Muss ich hier vielleicht runter? Keine Ahnung. Das schaut falsch aus. Oder? Oh. Ja, das ist mehr als falsch. Ja, um ehrlich zu sein, check ich es gerade nicht allzu sehr. Hä? Also ich meine, hä? Was soll ich jetzt hier machen halt, ne? Oder kann man hier wieder irgendwie hangeln? Und ich merke es einfach bloß nicht. Hier, so? Nee. Okay. Ich bin etwas verwirrt. Oder ist hier irgendwas Unsichtbares und ich kann da jetzt magisch mich dranhängen? Nee. Außer, dass ich die alten Dinger da nochmal schwingen höre. Passiert eigentlich nicht viel. Ja, bin ich jetzt hier falsch oder bin ich jetzt hier richtig? Eventuell, dass ich einen Hebel übersehen habe. Mal wieder. So ganz gekonnt. Der hat ja nichts, ne? Nee. Hier ist auch nichts, aber was soll ich denn dann machen? Also jetzt da nochmal ganz zurückschwimmen ist ja irgendwie jetzt nicht so mein Ding, ne? Warte mal, der Speicherstand, wo ich jetzt hier gerade stande, war 826, okay. Naja, eigentlich können wir ja sagen, wir können ja mal laden, oder? Denn, naja, so 822, so wie ich mich kenne. Ah ja, das ist sogar optimal eigentlich. Naja, okay, fast optimal. Ich glaube, noch ein bisschen danach muss ich noch laden. Oder davor? Ich glaube eher davor, ne? Ja. Ich speichere so oft. Dass es mehr Sinn macht, nochmal ein paar Speicherstände zurückzugehen, damit man da richtig Stelle ist. Weil es hat für mich keinen Sinn ergeben, dass ich erst viermal gespeichert habe, nachdem ich dahin gekommen bin und also und der Zeitabstand zwischen dem letzten Speichern. Es hat keinen Sinn für mich gemacht. Nachdem ich so speicherparanoid bin. Jetzt schauen wir nochmal kurz da hinten. Vielleicht habe ich ja wirklich irgendwas übersehen. Irgendein Schalter oder sowas, weil. Ich meine, man konnte ja da jetzt nicht allzu viel machen, oder man konnte eigentlich gar nichts hier machen. Zumindest von dem, was ich gesehen habe. Dass hier irgendwo ein Schalter ist. Ich das einfach bloß drauf. Das schaut jetzt nicht so aus, ne? Genau, epische Musik. Ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich meine, wir sind praktisch auf der anderen Seite jetzt, ne? Aber. Oder muss ich da hinten irgendwie hin? Da kann ich mich auch nicht festhalten. Hallo, Lara. Da oben ist auch noch was. Ich weiß aber nicht, ob ich da.
kann man hier irgendwo hangeln? Also da ist eine Nische. Die Frage ist halt nur, was mir diese Nische bringt. Was bringt mir diese Nische? Also keine Ahnung mehr. Keine Ahnung mehr, wie das hier geht. Das schaut auf jeden Fall sau falsch aus. Da, also es schaut danach aus, als könnte ich da irgendwie hoch. Aber wie? Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Dann lade ich nochmal 826, denn ich würde ganz gerne, weil nicht, dass ich hier diesen Abschnitt schon hätte spielen müssen, damit ich da irgendwie weiterkomme. Wobei, dann gehen wir mal einen Moment, dann lade ich mal nur 825 eben. Aber das war wahrscheinlich, ja, wie ich es mir dachte. Dann machen wir 824 draus. Das ist schon besser. Okay. Da hinten ist ja, genau, da war das Medipack. Das weiß ich noch. Ja gut, ne? Dann mal ab ins Gewässer. Dann müssen wir mal die Gegend hier absuchen. Ja, okay, jetzt habe ich schon sau lang gebraucht, ne? Bis ich hier mal mir das Fackelchen angezündet habe. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass da irgendwie Luftblasen hochsteigen vor mir. Das. Man meint irgendwie. Oh, jetzt, ach, zum Glück, ich dachte schon, ich habe es überspeichert. Na komm. Als wäre da unten irgendein. Ich weiß nicht. Ein Tier. Krokodil. Ein Taucher. Weil Luftblasen, es waren ja nicht Laras Luftblasen. Dass da irgendwie. Nee, also das schaut mir nicht danach aus, als wäre hier irgendwie ein Hebel, ne? So, jetzt kommen wir wieder komplett zurück. Oder dass hier unten vielleicht was freigeschaltet wurde? Also irgendwie so in die Richtung von. Ja, jetzt ist hier ein Hebel oder sowas. Aber es gibt ja eigentlich keinen Ort. Es gibt ja eigentlich keinen Ort, wo ich jetzt noch nicht war, oder? Also Luft wird gerade mal wieder. Ah, sau knapp. Naja, was ist knapp? Eigentlich ist sie weg. Oh, ist das. Ja, also das ist echt ätzend mit der. Mit dem Rumsuchen im Wasser und dann muss man permanent neu laden oder halt eben sich Medipacks reinzwirbeln, sofern man welche besitzt. Oh, ja. Oder dass man nicht rafft, dass die Luft weg ist und man gleich stirbt. Na gut. Versuchen wir es halt nochmal. Ansonsten muss ich mal eben nachschauen. Möchte ich eigentlich nicht, aber wenn es nicht anders geht. Ah, komm, hol noch ein Fackelchen raus. Wir haben genug. Hier ist nichts, nee. Oh Gott. Dass ich irgendwo einen Hebel übersehen habe. Irgendwo. Das bringt uns aber alles hier nichts, ne? Ich denke, ich werde mal eben nachschauen. Ich weiß nämlich gerade beim besten Willen nicht. Und ich habe keine Ahnung, wie ich denn da noch vorgehen sollte. Okay, dann werde ich es mal so machen. Da muss ich jetzt zwar mal mitten in der Folge aufhören,
Aber gut, naja, dann sieht man sich bis gleich. Ciao. Und damit willkommen zurück. Ja, ich habe nachgeschaut. Es ist ein bisschen blöd. Und ich sehe sogar von hier aus schon. Oh. Jetzt mache ich aber dennoch mal kurz was anderes. Und zwar, ich werde mal kurz zurückschwimmen. Also, ich werde gleich auf die Lösung eingehen. Ich werde jetzt bloß mal kurz zurückgehen, weil ich habe dann nämlich Desert Eagle Munition übersehen, die ich ganz gerne haben möchte. Aufgrund dessen, dass wir eben kaum Desert Eagle Munition besitzen. Oh, aber das ist... Wenn ich euch gleich zeige, wie die Lösung ist, dann werdet ihr euch... Oder wahrscheinlich wisst ihr es schon und habt euch die ganze Zeit gedacht, boah, wie blöd ist der denn eigentlich? Hat er keine Augen im Kopf? Ja, doch, er hat Augen im Kopf. Allerdings sind seine Augen manchmal, vor allem bei Tomb Raider, nicht funktionsfähig. Warum auch immer. Gut. Jetzt schaue ich aber erstmal, dass ich hier zurück kann. Genau. Okay, da kann man schön durchschwimmen. Ich dachte, ich muss einen Zwischenstopp einlegen. Aber ich wüsste auch nicht, wo ich den hätte machen können, denn wir haben ja keine Luftreserve unten mehr. Ah, es ist auf jeden Fall saublöd. Es ist wirklich blöd, Leute. Ich sag's euch. Ich habe mich gerade schon ein bisschen geärgert. So. Okay, also wir sind jetzt hier in diesem Brennraum. Und, wieso brennt es jetzt hier? Hä? Hey, warum? Oh, Moment, mein Wecker. Einen Moment. Wecker, ich bin doch schon wach. Ach nee. Ich rufe deine an, wie kann ich dieses scheiß iPad hier? Ah, Moment. Ah, wie kann man das jetzt wegdrücken? Okay, ich hoffe, das hört gleich auf. Ich werde gerade angerufen, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht allzu lange im Hintergrund. Problem ist, ich weiß gerade nicht, wie ich es wegdrücken kann beim iPhone. Tatsächlich. Ja, auf jeden Fall fängt mein... Ah ja, okay. Ne, ich habe bloß gerade nachgeschaut. Auf jeden Fall fängt mein iPad an. Also das wird irgendwie mit dem iPhone synchronisiert und jedes Mal, wenn ich einen Anruf bekomme, dann ist es nämlich so, dass... Ja, das iPad ziemlich laut mit seinem Wecker oder Alarm halt eben, tja, mich daran aufmerksam macht, dass halt eben ich einen Anruf bekomme. Und eigentlich habe ich ja die Anrufe, komplett stumm geschaltet, also generell. Das heißt, ich merke es noch nicht mal vibrieren. Das mache ich einfach aus dem Grund, weil ich einfach nur aufs Handy schauen will, wenn ich drauf schauen will und nicht, wenn mich jemand daran erinnert, drauf zu schauen. Genau, aber mein iPad hält es dennoch für nötig, trotz dessen, dass ich es stumm geschaltet habe, mich daran zu erinnern. Aber naja. Und ja, ich meine wirklich iPad und iPhone, irgendwie wird es seit eines der letzten Updates miteinander synchronisiert oder es war schon immer so und ich habe es bloß nicht gemerkt. Keine Ahnung. Egal. Wir überschreiben jetzt einfach mal den Spielstand. So, gehen wir mal hier kurz hier durch. Ich will meine Desert Eagle Munition haben. Ah! Au! Das hat weh. Oh, das tut noch mehr weh. Laden wir lieber nochmal. So. Tja. Okay, es ging. Es ging sogar unbeschadet. Ich sag's euch, das Spiel macht mir fertig. So, jetzt. Also langsam fange ich an, schon durchzudrehen. Entschuldigt dafür. So, abspeichern. Ist eigentlich vollkommen egal, wo ich jetzt abspeichere. So, also, nur zur Kenntnis. Ah ja, okay. Nee, sehe ich gar nicht von hier. Aber ich muss ja eigentlich hier schon gewesen sein. Nicht, dass ich jetzt einen falschen Speicherstand geladen habe. Also erst einmal kann man hier runter. So, und da sollte jetzt... Ja, super. Ah, das ist illegale Munition. Warte mal, ich schaue erstmal, wie viel ich jetzt habe. Ich hätte auch einfach zweimal nach links gehen können, anstatt hier den ganzen Kreis nach rechts durchzugehen. Aber naja, also das Waffenrad nach rechts durchzugehen. So, das gibt mir insgesamt... Was? 10 Schuss? Ne, zum Glück habe ich die mitgenommen. Tja, das ist ja das Highland. Ich sag's euch. Das ist ja sowas von phänomenal. 10 Schuss? Ey, das ist, ich versteh's gar nicht. Was ist das so viel? Also ich meine, das ist gut für mich, aber warum ist das so viel? Naja. Wie dem auch sei.
So, jetzt müssen wir nochmal kurz zurückgehen, weil hier war nicht der Punkt, wo man weiter kann. Denn der Punkt, wo man weiter kann, war woanders, tatsächlich. Und zwar genau, oh, ja, hier durch. Wir müssen einfach bloß den ganzen Weg einfach nochmal zurückgehen. Ah, ja. Das war da oben, ne? Ich hoffe es jetzt mal, weil sonst haben wir ein kleines Luftproblem. Oder? Ja, doch. Oder? Ja, das sollten wir schaffen. Oder? Oder. Ja, oder, obwohl... Es könnte etwas problematisch werden. Aber ich schaff's. War zwar sauknapp, aber ich schaff's. Okay. So, jetzt haben wir gelernt, wir können da einfach draufstehen. Das ist schon mal ganz gut, weil da muss ich nämlich nicht hier schnell durchspringen. So. Jetzt aber. Oh. Das war wiederum etwas schlecht. Oh, ich kann... Ach so, ich kann sogar... Ach, die Dinger können mir gar nichts, wenn ich hier wirklich... Ja. Also entweder bin ich da jetzt gerade ein bisschen von der Seite abgekommen, oder das Ding da vorne kann mir... Ah, komm. Oder das Ding da vorne kann mir wirklich was, deswegen... Nochmal neu. Ach komm, halt dich doch fest, Lara. Wir sind doch alle Freunde. So, jetzt. Ah, doch, das zieht einem sogar Leben ab. Man darf bloß nicht in der Mitte stehen von dem Teil. Und jetzt. Zack. Und dann einmal, und ja, da ist es schon. Hier oben, da kann man nämlich rein. Das ist aber echt sau fies. Also ich meine, wie soll man das sehen? Das grenzt ja schon an... Ich weiß nicht. An was grenzt es denn? Ah, ist das gemein. Ist das gemein, Leute. Ich sag's euch. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Also ab jetzt ist es wieder blind. Deswegen. Ich habe mich nicht zu sehr spoilern wollen. Ich spoilere mich nur so weit, wie es nötig ist. So, kann man jetzt hier noch irgendwo hochklettern, ne? Dass ich hier irgendwie noch ein Secret übersehe, wenn wir jetzt eh schon hier sind. Und jetzt kann ich auch an den Schacht da hinten. Ach Gott. Oder? Ich hoffe zumindest. Das werden wir jetzt mal rausfinden. Also, eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, weil es ja eigentlich auch weit ist. Ja, wobei, doch. Es geht. Sehr schön. So. Nanu. Na, Waffen brauchen wir nicht anscheinend. Und... Oh, ich habe nicht gespeichert, ne? Oh. Zum Glück. Ich dachte eigentlich schon, es wäre jetzt nicht möglich gewesen und ich hätte es irgendwie anders machen müssen. Aber... Naja. So, da geht's runter. Sie kann sich noch nach vorne rollen. So, dann hier drauf. Oh. Und jetzt geht's da runter. Ah, Miss Croft, ich nehme an, Sie wollen sich verpflichten? Wozu? Zur Arbeit für die Firma. Sie wären die perfekte Verkörperung meiner Produkte. Überlegen Sie nur. Sie bräuchten diese unansehnlichen Waffen gar nicht mehr. Das nicht, aber Ihren früheren Versuchsopfern nach zu urteilen, bekäme ich dafür ein unansehnliches Gesicht. Meinen was? Oh ja, Sie leben noch alle, sind sogar ausgesprochen munter. Ich will nur das Artefakt. Sicher. Im nächsten Leben. Das werden wir noch sehen. Und damit haben wir es geschafft. Oh, 3 Secrets haben wir übersehen, das ist ja krass.
eineinhalb Stunden wieder. Boah, ich muss ehrlich sagen, London ist wirklich lang. Also da haben wir jetzt schon einige Stunden dran gesessen. Wir haben 16 Gegner besiegt, dann haben wir 329 Munition verbraucht, 284 Treffer und 5 Medipacks. Ey, ich habe ja sonst eigentlich immer 0 Medipacks, ja. Aber gut, ich meine, das lag jetzt daran, weil ich halt unter Wasser mich da einmal zugepumpt habe mit Medipacks, als gäbe es kein Morgen mehr. Deswegen, naja, und zurückgelegte Distanz 6,71, sofern ich es gerade richtig lese, denn die Zahl ist gerade ein bisschen, naja, hinter der Übersetzung. Gut, aber wir sind noch nicht mit London fertig, denn